Hallo Leute, hier ist wieder Björn, aka Schweinsachse. Und wir waren ja letztes Mal dabei, Heiltränke für unsere Quest zu machen. Wie hieß sie denn noch? Ja, genau. Der Segen der, Natur. Und Luca. Ja, Luca fragt mich gerade, ob ich ein Let's Play mache. Yes, I do. So. Gut, ich hoffe, er schreibt jetzt nicht mehr so oft. Bringe Ahnenschimmerharz in deinen Besitz. Ah ja, okay. Ich soll... Ja, nicht... Ach, egal. Ja! Okay, also... ich muss ja das... Ah! Ja, ist ja gut, Mensch. Also, nochmal. Ich habe ja so ein Dolch gekriegt von... Ja, so. Ich habe ja ein Dolch gekriegt von so einer... Hexenkrüppelin Dings Bums. Ärger oder so? Was? Leider ohne Mikro? Ach so. Ach Gott. Ja. Und ich soll das Harz von dem Baum damit ernten, sozusagen. Und was ist hier denn passiert? Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. So. Ich nehme mal den Eimer gleich. Was ist hier passiert, verdammt. Ja, gut. Ich war ja das letzte Mal auf Suche nach Heiltränken und Dietrichen. Und was brauche ich denn noch? Mal schauen. Schutz gegen Magie bräuchte ich noch irgendwie, aber... nun gut. Einen orkischen Kriegshammer. Was denn? Komm mal her, du. Ihr braucht etwas. Okay, das geht nicht. Dann... Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was hat sie denn für Dinge? Ah, nur ein Stahlschwert. Das ist ja ganz schlecht. Dann geben wir ihr mal so einen fetten orkischen Kriegshammer. Geben. There you go, jetzt hast du eine schöne Waffe. Ihr geht vor. Ja, du hast eine schöne Waffe. Und am besten würde ich mich jetzt schlafen legen. Weil die Sonne ist gerade unten. Das ist geil. Awesome. Ja, die Sonne ist gerade down. Down, down. Ach, ich kann mich auch hier bei den Gefährten niederlegen, den ich herbeigetreten bin. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt und mich nicht kennt, ich bin Björn, aka Schweinsachse. Von Redneck TV. Redneck TV heißt, dass ich noch einen Komplizen habe. Luca, aka Kylef, der jetzt gerade da geschrieben hat. Wir machen zusammen ein paar Let's Plays. So, ein bisschen Battlefield. Und noch andere besondere Dinge. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn es euch beliebig ist. Und Lydia, lass mich durch. Schlafe ich halt hier. Ah, oh, Mist. Lasst mich durch, verdammt. Ja, und falls euch unsere Let's Plays gefallen, dann klickt doch bitte den Like-Button und vor allem den Abonnier-Button. Bisschen länger. So, 7 Stunden müssen einem Krieg reichen. Ja, raped den Abonnier-Button, streichelt ihn. Vor allem den Like-Button, das hilft uns alles sehr, sehr weiter. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Fände ich toll, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen würdet. Ach man, warum schreibt er denn immer? Ich muss ihn irgendwie blockieren oder so. Naja, whatever. Ja, Tränke. Ich brauche Tränke. Gibt's. Ja, ich wollte ja in Belfegors Ding laden. Dingsbums Laden vorbeigucken. Haus Graumänen. Nein, da will ich nicht hin. Ich will ja nur ein paar Tränke, Mensch. Hat er noch nicht offen, der faule Sack. Die Bitch. Nein, hat er nicht offen. Mensch. Ja, da warte ich halt. J. Nein. A, G, F. Nein. T, ja. Sodele. F.
5 Stunden warten. Zack. 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 There you go. Und jetzt hat er auch offen. Sehr schön. Sehr schön. Seht euch nur gründlich um. Ich ja, du sagst, alles ja. Steht's. Was habt ihr zu verkaufen? Was hiervon, was davon? Zaubertränke. Oh, das sieht schon gut aus. Der Heilung wird gekauft. Wird auch gekauft. Alle sind echt teuer, Mensch. Märsch nicht. Alter, wie teuer ist das denn? Ach man. Ja, da muss ich wohl was verkaufen. Aber was? Essen? Nee. Sonstiges? Gibt's irgendwas Nützliches? Irgendwas Wertvolles? Granatsteine kann ich irgendwie bestimmt zu etwas anderem. Holzkelle brauche ich nur wirklich. Ja, das hat auch null Wert. Shit. Ja, ich will ja später ein bisschen schmieden, wenn es mir danach ist. Mal gucken, ein Totenschädel. Sehr schön. Wolfspelz brauche ich nicht. Hier, kann ich haben. Patz. Und winzige Seelensteine brauche ich, glaube ich, auch irgendwie. Irgendwann, was weiß ich. Bekleidung. Ja, was kann man da denn verkaufen? Also auf jeden Fall Silberhalskette. Die können wir verkaufen, den Silberring auch. Stahlschild brauche ich eigentlich nicht, aber behalte ich jetzt mal einfach. Ja. Waffen. Ich könnte den Kriegshammer verkaufen, aber irgendwie will ich das auch gar nicht. Was hast du denn sonst noch? Zaubertränke, Bekleidung, Waffen. Eisenpfeil. Habe ich genug eigentlich? Orkischer Pfeil. Aber der kostet recht viel. Ich kaufe trotzdem mal. Bats. Stahlpfeile. Zwergenpfeil. Das klingt interessant. Ich kaufe mal 30. 300. Ja, gut. Dann muss ich mich wohl noch woanders umsehen. War ich schon mal Jäger? Ich glaube, ich war schon beim Jäger. Ich schau. Nein. Was war das hier? Ja, trunkener Jägersmann. Wo bist du da? Ah, hallo, mein. Was jagt ihr denn? Egal. Nein, du willst ich will es gar nicht wissen. Hat nur Essen und alles, sonst nichts. Dann braucht man das auch nicht. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Mir auch. Ach, wisst ihr was? Ich raub den jetzt aus. Nämlich habe ich im Internet so einen schönen. Oh, leg den Bogen weg. Habe ich so einen schönen Trick. Oh yes. Den ich ja schon ausprobiert habe. Ich glaube sogar im vorigen Let's Play. Dum, dum. Wo ist der Kessel? Da ist er. Dum, dum. Komm. Ja. Schon besser. Und, nein, jetzt geh doch! Sorry. Oh, warum ist der Kessel denn unten? Ah, heiß, heiß! Gibt's hier überhaupt was zu klauen, was Schönes? Eigentlich gibt's ja gar nichts, oder? Schatulle. Ach. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht. Also gehen wir mal weiter. Vielleicht hat die in der Gaststätte noch was. Oder was ist hier nochmal? Ah, ein Schmied. Vielleicht hat er ja. Irgendwas. Yo, ho. Willkommen in der. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Alles. Ein Elfenhelm. Sieht nice aus.
Waffen, gibt's sonst was? Ich glaube, da gibt's nicht viel. Bam. Ja, nee. Wer schmiedet denn eure Waffen? Klingen, Helme. Nein. Ja, Adrienne, draußen, in ihrer Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Sehr schön. Cool, cool. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, gell? Ja, dann gehen wir mal. Noch da. Nein. Wie ihr wünscht, Tane. Ja. So, ja. Öffnen den Kreislauf. Gibt's denn sonst keine? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin ist hier so. Nee, da oben war noch ein Marktplatz, vielleicht haben die was. Vorsichtig! Ja, Entschuldigung. Oder war da ja doch was? Doch, da war da schon ein Marktplatz. Oder so ein. So was ähnliches wie ein. Moment. Ach, das war unten. Ich Idiot. Na gut, dann gehen wir. Ja, da sind sie doch. Weh, du hast keine Zaubertränke. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Ja, was willst du verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Nur Essen. Ach Mensch. Das kann ich auch klauen. Vergiss nicht täglich frisches Obst und Gemüse. Die besten Stücke vom Frisch. Werft einen Blick darauf. Jo, werde ich machen. Essen. Nein. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Gibt's da was Interessantes? Nein, gibt es nicht. Zutaten. Salz. Ja. Was hast du so? Ich kann nur noch an meinen... Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Es ist unklug, hier darüber zu reden. Wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Ja, alles klar, ich glaube. Ich gehe da doch mal hin. Na komm, wo ist sie denn? Ah, sie hat geglitscht. Okay. Was gibt's denn hier eigentlich? Die läuft mir ja nicht davon, die Puss. Oh, das sieht sowas von nach. Ah, ja. Ihr seht etwas blass aus. Yes! Die ist so. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Jein. Eher nicht. Aber weh, du hast keine Heiltränke. Ah, yes. Oh, ja. Sehr schön. Mag ich das doch. Ja. Okay. Kann ich das Alchemielabor benutzen? Ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit Weizen und Blasenpilz. Mal schauen, ob ich das wohl hab. Zutaten. Blasenpilz bitte. Und Weizen bitte auch. Nein, sieht nicht nach... Ja, dann muss ich das wohl... Ja, ich mir beenden bitte. Und dann werde ich das einfach von dir kaufen. Was gibt's denn? Bitte entschuldigt. Aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Hier gibt es ja so einiges hier. Zum Stehlen. Also werde ich doch vielleicht mal... Ich habe mehrere Elixiere im Angebot. Ich habe nichts mit diesem Topf vor. Bleib so. Lasst es mich einfach sag, wissen, wenn ihr eine so. Frage habt. Ah.
Hey, was soll denn das? Ich sagte, bleib so. Ah, Mensch. Nochmal. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Gut, beweg dich nicht, Schlampe. There you go. Ach. Vielleicht brauchen hartgesottene Nord wie ihr ja gar keine Heilmittel, hm? Wie wäre es mit einem Zaubertrank der Unsichtbarkeit? Stillen, stillen, stillen. Stillen, stillen, stillen. Stillen, stillen, stillen. Entschuldigung. Du siehst absolut nichts. Stiefel. Findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Dum, dum, dum. Behalt den Kessel auf, Dude. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Yes. Wie man halt einfach... Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Schlampe, red nicht so viel. Halt einfach still. Zit, 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 zit. Gut. Was haben wir denn da noch so? Haben wir da noch was? Nein, ich weiß, lauf. Ich will doch wieder rein. Ich will doch wieder. Gold ist immer schön. Mist. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich bin gespannt, was da oben ist. Immer schön anbehalten. Merkt ihr das? Nichts Besonderes?